In diesem kleinen Tutorial, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, sehen Sie, wie Sie einen Versionswechsel bzw. eine Versionserweiterung durchführen. Im Klartext, wir wollen aus einer Einzelplatzversion nun eine Mehrplatz, also eine Netzwerkversion machen. Relativ simpel, Sie müssen das Programm als Administrator starten. Wie machen Sie das? Relativ auch wiederum einfach. Sie machen einen Rechtsklick auf das Icon und sagen, als Administrator ausführen. Warum? Versionswechsel oder Freischaltungen müssen halt einfach als Administrator ausgeführt werden, weil hier erweiterte Rechte benötigt werden, weil in die Windows Registry geschrieben werden muss und so weiter und so fort. Aber nichts Dramatisches, mit einem Rechtsklick auf das Icon können Sie das tun. Danach klicken Sie auf Lizenz, Freischalten und Versionswechsel. An Ihrer Grundversionsart sollten Sie nichts verändern, das heißt hier oben Kaufversion oder Mietversion, das sollte so bestehen bleiben, wie Sie das haben, und lediglich die Anzahl der Netzwerklizenzen können Sie hier an dieser Stelle erhöhen. Hier geben Sie ein, wie viele zusätzliche Clients Sie benötigen. Des Weiteren ist natürlich die Anzahl der Kassen mit der Anzahl der Netzwerklizenzen streng miteinander verbunden, weil, wenn Sie zwei Netzwerklizenzen haben, können Sie nicht vier Kassen in Betrieb nehmen. Geht ja gar nicht. Deswegen immer darauf achten, dass die Anzahl der Netzwerklizenzen mit der Anzahl der Kassen übereinstimmt. Okay, nun klicken wir auf Übernehmen und sagen ja, wir wollen diese neue Version nun übernehmen. Sie erhalten nun auch einen Hinweis, dass ein Versionswechsel natürlich kostenpflichtig ist. Sollten Sie im Vorfeld schon die Begleichung oder sich um die Begleichung der Rechnung oder dieser neuen Version gekümmert haben, dann ist alles gut, das heißt, dann kostet es nichts zusätzlich. Sollten Sie natürlich hergehen und sagen, pass mal auf, die Firma RM Collection weiß ja noch nichts davon, dass ich jetzt mehr Lizenzen brauche, dann zeigt Ihnen lediglich das Programm hier an. Pass mal auf, lieber Benutzer, wenn du jetzt die Grundversion änderst, die du noch nicht erworben hast, könnte es ja was kosten. Also nichts Dramatisches. Okay, nun beenden wir das Programm und starten es erneut als Administrator. Rechtsklick als Administrator ausführen. Sicherheitsmeldung vom Windows bestätigen und das Programm läuft. Nun haben Sie hier oben Ihre Identifikationsnummer angezeigt. Diese Identifikationsnummer ist allein gültig für diesen PC und gibt es nie wieder auf dieser Welt. So, wie übermitteln Sie uns nun die Freischaltnummer bzw. Ihre Identifikationsnummer? Ganz einfach. Sie klicken hier auf den Button Freischaltnummer per Mail anfordern, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Oder Sie klicken auf diesen Button Freischaltnummer anfordern, um auf Ihren Drucker eine DIN A4 Freischaltungsanforderung herauszulassen, die Sie uns dann per Brief oder per Fax senden können. Oder Sie können auch das Fax einscannen und dann per Mail senden. Oder wie gesagt, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, einfach auf den Button Freischaltnummer per Mail anfordern klicken. Wenn Sie das getan haben, erscheint nun ein neues Fensterchen, in dem Sie Ihre Adressdaten nochmal abprüfen können. Wenn diese in Ordnung sind, klicken Sie auf OK und Weiter. Nun wird eine SMTP-Mail zu uns versandt und das Programm startet erneut. Wenn Sie uns die E-Mail mit Ihrer Freischaltanforderung gesandt haben, erwarten Sie bitte nicht, dass Sie es sofort, unmittelbar und innerhalb der nächsten 10 Sekunden die Rückantwort erhalten. Nach einem Versionswechsel haben Sie 30 Tage lang Zeit, die Freischaltnummer einzugeben. Solange Sie die Freischaltnummer nicht haben, klicken Sie einfach auf den Button Weiter. Wenn Sie die Freischaltnummer von uns erhalten haben, dann geben Sie die einfach ein. So, ich bitte zu berücksichtigen, dass die hier angezeigte Freischaltnummer mit der Eingabe sofort ungültig ist. Und noch einmal zur Information, es gibt keinen statischen Key. Das heißt, Sie brauchen sich diese Freischaltnummer nicht aufzuschreiben, denn die ist nie wieder gültig. Okay, dann vielleicht ganz kurz auf die Frage eingehen. Manche sagen, ja, was ist, wenn ich es neu installieren muss? Ja, kein Problem. Wenn Sie die Version installieren, die Sie erworben haben, erhalten Sie natürlich eine Freischaltnummer kostenlos für Ihre Version zugesandt. Also kein Thema. Okay, haben Sie Ihre Freischaltnummer eingegeben, klicken Sie auf den Button Programm freischalten.
So, nun sagt Wabi Profi 3, wenn Sie es richtig eingegeben haben, dass die Freischaltung erfolgreich war. Wir klicken auf OK und das Programm startet. Nun sehen wir dann oben in der Menüleiste unter Lizenz, also hier Lizenz, Lizenzinfos, sehen wir hier, dass wir Anzahl der Kassen 2 haben und Anzahl Netzwerklizenzen auch 2. Soweit, so gut. Ja, das war's also auf dem Hauptrechner, um einen Versionswechsel durchzuführen. Jetzt können Sie sagen, ja, aber wie bringe ich dir jetzt den Client zum Laufen? Hier würde ich Ihnen gern unseren Online-Helper ans Herz legen, den Sie sich auf unserer Seite runterladen können oder vielleicht haben Sie ihn sogar schon installiert. Wenn Sie noch nicht installiert haben, dann gehen Sie bitte auf unsere Homepage. Dann haben Sie auf der rechten Seite Videos, da klicken Sie auf dieses blaue Bild. Dann haben Sie hier der Online-Helper, da klicken Sie wieder drauf. Und nun will je nachdem, welchen Browser Sie verwenden, können Sie sagen, er soll es öffnen gleich oder er soll speichern. So, wenn Sie es speichern wollen, dann speichern und dann ausführen, also sprich installieren. Oder wenn Sie sagen, er soll es öffnen, dann gleich öffnen. Oder wenn er die Möglichkeit hat, es auszuführen, dann führen Sie es gleich aus. Und dann folgen Sie einfach der Installationsroutine, das ist total simpel. Dann haben Sie hier so ein schönes pinkfarbenes Symbol, machen Sie einen Doppelklick drauf und da suchen Sie nach Netzwerkinstallation. Hier in der Suche nach einfach nach Netzwerk und hier Netzwerk einrichten. Nun werden Sie direkt auf ein YouTube-Video geleitet, der Ihnen genau die Einrichtung des Netzwerks zeigt. Das heißt, was Sie tun müssen, sowohl serverseitig als auch clientseitig. Ja, und das war's dann schon. Wenn Sie Fragen haben, einfach sich melden, aber eigentlich sollte alles an dieser Stelle geklärt sein. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Bis dann. Tschüss.